Serbo-Kroatisch. Nein, Serbisch. Serbisch? Ja, weil ich finde das ja schade. Ich meine, ich bin wirklich in Köln geboren damals. Ich weiß aber nicht, warum. Wo ist mein Zettel? Ich weiß nicht, warum Sie in Köln geboren sind. Fragen Sie mal Ihre Mutter. Das ist das kleinste Problem. Mama, pass auf, ich komme auf dich, ich mache mich auch leichter, ja? Aus! Mama, kannst du sagen, warum ich in Köln geboren bin? Ich weiß es auch nicht. Weil du zu dem Zeitpunkt in Kroatien warst, richtig? Das war eine sogenannte Ferngeburt. Ja, genau. Ja, das war damals schon per E-Mail. Genau. Das andere wurde per E-Mail nach Köln geschickt. Und da ausgedruckt, ich genau. Ich habe meine Moderationskarte. Ich komme sofort wieder. Moment. Meine Damen und Herren, das war Cassandra! Meine Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt auf dieser Bühne Cassandra! Mit ihrer großen Programmzettel-Suchnummer! Ich wusste, dass es auf dem Tisch ist. Samba! Samba! Ja. Wenn Sie noch Zettel suchen, sage ich nur Samba. Cassandra mit Samba. Das ist toll, die zerstört. Copacabana, genau. Ja, das war Maria Sherifovic und ich finde, sie hat das also grandios. Also ich muss sagen, sie ist ja auch eine aus unserer Welpengruppe. Wir haben ja drei Sänger, Sängerinnen, ich weiß nicht. Sie machen manchmal männliche Lieder, manchmal frauliche Lieder, manchmal lesbische Lieder. Und das ist ein Teil unserer Welpengruppe, die wirklich sehr, sehr gut, finde ich, live singen. Nochmal einen extra Applaus bitte für unsere Welpengruppe. Und ich hoffe, wir werden euch noch lange hier hören. Auf jeden Fall, solange bis Tante Cassandra hier ist, im Kulturschock, weil vorher schmeiße ich euch nicht raus und Tante Cassandra kann lange singen, glaubt es mir. Ich bin das gewohnt. Ihr Lieben, nächste Nummer, neues Glück. Ihr habt auch, ihr wisst, hier unten ist ja so ein Rahmen, da werden die Nummer ja praktisch präsentiert, die ihr wählen müsst nachher, welches Lied gewinnen soll. Habt ihr nicht gesehen. Gut, das heißt, wir müssen nochmal von Anfang an die Lieder machen. Hatten wir eine Panne gehabt mit den Telefonnummern, Herr Stock, hier unten? Ja, wir sehen das natürlich, ne? Liebe Gäste, wir sehen den Rahmen mit den Nummern ganz, ganz richtig. Natürlich sehen wir den. Sehr gut, Herr Stock, aber ich glaube, das war ein bisschen ironisch gemeint, damit Sie nicht aufregen, ne? Nein. Wir sehen auch, was Sie sehen, natürlich. Alle. Auch der kleine rote Elefant. Schön, dass es so dunkel ist und ich nicht so weit gucken kann. Genau. Ihr Lieben, wir kommen. Nicht so übersehen. Ja, doch im Moment ja. Das ist ein Kompliment. Nur manchmal. Jetzt aber. Ja, gut. Ja, also ich mache nicht oft Komplimente in Ihre Richtung, Herr Stolz. Ja, das stimmt. Darauf können Sie jetzt die ganze Woche sich was drüber nachdenken. Ich kann Ihnen dafür als Dank ein Cola-Fläschchen anbieten. Eins ist noch da. Ja, brauche ich bitte, weil ich muss trinken. Kommen Sie doch gerade hier, ich kann hier nicht raus. Soll ich kommen? Ja, natürlich. Gut, in der Zwischenzeit können wir nochmal die isländische Nummer machen von mir. Ja, genau. Bist du die Cola-Flasche? Nein, das ist nicht die Cola-Flasche. Entschuldigung. Eine Cola-Flasche der Rotbrand. So, kann vielleicht mal irgendjemand hier von Manuel, würdest du so freundlich sein, der... Ich dachte, die hätten eine grüne Farbe. Nicht die. Hallo, hier ist eine Cola, ein Cola-Fläschchen. Ach, Gott. Ja. Super, Herr Stork. Kann ich mal drauf kauen jetzt? Ja, natürlich. Mein Moderieren. Cola-Flasche. Ist das wenigstens Cola Zero? Ja. Muss auf meine Figur achten. Ist auch Wodka. Was für eine Figur? Ich hab nicht zugenommen. Nein, haben Sie. Gerade ist eine Paillette abgeflogen. Ich komm. Aua! Boah! Jetzt fliegt die nächste ab. Achtung! Kann ich gleich zurückgeben. Sie sollten sich nicht so viel bewegen. Hören Sie mal. Ich kann Ihnen gleich. Mein Gott. Echt? Wir brauchen ja gleich einen Gabelstapler für die ganzen Paletten. Boah, ich komme nie wieder in diese billige Show. Ja. Ich bin Macho Lady. Genau. Ja. Vielleicht ein Klatschmarsch für Sie? Ich habe das Gefühl, du bist die Moderation entglitten. Nein, sie gleitet gerade zu Robert Stork.
Ich empfehle da eine Tube Entgleitcreme. Das nehme ich nicht. Ich nehme nur Nivea. Ah. Nix. Sprechen Sie mal mit unserem Sponsor, der hat sowas im Angebot. Ist unser Sponsor KIK? Nein, die Apotheke aus der Semmeringstraße. Ach, die? Ja. Ich komme morgen Nasenspray holen. Habt ihr noch Nasenspray da? Ich nehme eine ganze Palette. Ja. Bitte mit Cola-Geschmack. Wow. Meine Damen und Herren, Cassandra, die Meisterin der Flachwitze. Was ist flach? Egal. Wie komme ich? Herr, jetzt halten Sie den Mund. Ich möchte jetzt weitermachen. Ihre Reißzippen sind nicht. Gott, bin ich heute in Form. Ist das furchtbar? In Hochform. Ja. Wir kommen jetzt, meine Lieben. Ich muss jetzt was langsam reden, weil das Lied ist alt. Glaubt es mir, liebe Gäste, unsere Verwandten und Freunde sind echt froh, dass wieder Kulturschock ist, weil die mussten das alle in den letzten Wochen ertragen. Ich? Diese Schwachsinnsdrüsenüberfunktion der gesamten Schocklet. Ja. Also, meine Lieben, willkommen in einer Zeit. Ich bin leider jetzt dementsprechend nicht angezogen. Eigentlich war ein anderes Kleid geplant, weil wir kommen jetzt zurück in die 60er Jahre. Da hat man natürlich nicht so bim bam boh, happy happy, ja, ich freue mich, tolles Lied gemacht. Es war früher richtig konservativer und ich lasse bald den Akzent. Das geht mir am Arsch langsam. Mach das mal 2 Stunden. Ich merke, Akzent kommt an, ich sag's nicht doch. Doch. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich transe in den 60er Jahren, war kaum möglich, aber ich gab's damals schon, kann nicht, ja. Das hat auch gewonnen. Ja, sagen wir mal so, Zeitreisen gibt's seit 2001. So, ja, genau. Da konnte man doch die Leute nicht sehen, die moderiert hatten, oder Herr Stolz? Nein, die konnte man nicht sehen. Passt es. Jetzt hat was von Ilja Richter mit Toupet. Disco! Ja, Disco! Licht aus! Kenn ich auch, obwohl ich 2000 geboren bin. Habe ich das auch schon mal gesagt? Ich bin 2000 geboren. Sie sind 2000 geboren. Sie haben nicht gesagt, in welchem Universum. Ist auch egal. Ich glaube sowieso keinen. Also, in den 60er Jahren war das so. Bonsoir, madame, monsieur, monsieur, good evening, ladies and gentlemen. Here is the Eurovision Song Contest 1962, and we are in Luxembourg. Yeah, we are in Luxembourg. Nous avons Zalahé in Luxembourg. Le conducteur de la nächste performance ist Ralf Siegelacher. Text Bernd Macheon. Und der Kondukteur ist D. Stork. Was bin ich? Der Konduktor. Achso, gut. Das ist. Ich muss also die Fahrkarten abreißen. Ah, Direkteur. Der. Der Direkteur D. Stork. Hört sich blöd an, oder? Ist so. Gut. Ist ja gut. Ich bin die Chefin. Du willst mich nicht als Chefin haben, glaubst du nicht? Ja, danke, ich habe auch Husten. So. Ja, sie sieht. Das Lied. The next song für Luxemburg. Un premier amour. Eine erste Liebe. Platz 1. 1962. Hier ist Lilliput, richtig? Singst du live, Schatz? Ach, sie singt nie live. Ja, du kannst nicht live singen. Brauchst du Ständer, Schatz?